Nacht über Nacht zurückgeblieben. Als er aus dem Schlaf erwacht ist, ist ein grosser und schwerer Mann in die Hütte gekommen. Er hatte einen riesigen Bart, er hat in alle Ecken geschaut und etwas gesucht. Als er den Knecht gesehen hat, hat er zu ihm gesagt, geh und hol die schönste Kuh aus dem Stall. Der Knecht hat sich entschuldigt und gesagt, das darf er nicht, er sei nur Knecht. Der Unbekannt ist aber bei seiner Forderung geblieben. Der Knecht war nichts anderes übrig gewesen, als zu korchen und Kuh zu holen. Als sie in der Hütte war, haben sich noch die 40 Gesellen eingestellt. Sie haben die Kuh gemetzget und sie miteinander aufgegessen. Als sie aber damit fertig waren, haben sie alle Knöchel zusammen gesammelt und sie fein säuberlich auf der Kuhhaut ausbreitet, die sie auf den Boden gelegt haben. Ein Knöchel hat aber gefehlt. Da hat einer einen holderen Knebel geholt und ein Stückchen davon an die Stelle des fehlenden Knöchels gesetzt. Dann haben sie die Kuhhaut zusammengerollt und die Kuh ist wieder aufgestanden. All das ist ohne ein Sterbenswörtchen passiert. Einer von den Gästen ist zum Knecht gegangen, hat einen Stein aus dem Mauer gezogen und vor seinen Augen verrieben und gesagt, hättest du nicht gehorcht, hat er mir dich geschlissen wie der Stein. Sind alle verschwunden und der Knecht hat die Kuh zurück in den Stall geführt. Am nächsten Tag hat er alles seinem Meister erzählt. Der hat das aber nicht glauben wollen. Um einen Beweis zu haben, hat er die Kuh schlachten und untersuchen. Und tatsächlich, er hat ein Stückchen holderen Knebel in ihr gefunden.